Yo, hallihallo und weiter geht's mit Dragons. Wir schicken unsere Drachen erstmal alle neu los. Hier sehen wir den Knochenräuber auf Level Nummer 75. So, dann machen wir hier gleich mal weiter bei unserem Regenschneider. Den Krallenkrabbel haben wir auch gerade losgeschickt. So, dann checken wir hier oben erstmal unsere Behen, tödlichen Nadder ab und unseren Schockrachen. Den schicken wir natürlich auch gleich wieder neu los, ein bisschen Fisch besorgen. Unser Dagus Grill ist im Training, der wird auf Level 66. Pimp braucht noch einen Tag und 5 Stunden, bis er fertig ist mit dem Training. Dann würde ich sagen, checken wir erstmal unseren leuchtenden Fluch. Den können wir auch für 15 Stunden und 20 Minuten zum Training schicken. Nur mal so zur Info. Das ist auf jeden Fall auch erstmal eine super Sache. Das können wir eigentlich auch bald in Angriff nehmen. So, dann checken wir erstmal unseren Hangar ab, unsere Akademie ab. Da ist nur noch ein Drache drin. Wissen wir erstmal Bescheid, da ist auch alle Paletti. So, dann könnten wir gleich mal hier drüben weitermachen, unsere Drachen einfach nochmal neu losschicken. Dann checken wir natürlich gemeinsam ab, was wir für Material auf Tasche haben. Außerdem will ich heute mal probieren, die nächste Flotte zu vernichten. Gucken, ob wir es schaffen. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Wäre auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Ich würde sagen, das nehmen wir auch gleich mal in Angriff. Flotte Nummer 34 probieren wir jetzt einfach mal zu vernichten. Aber ob wir es schaffen, ist natürlich wieder mal eine andere Frage. Was ist hier los? Ah, den können wir noch nicht nehmen. Der Bau ist noch im Training, von daher fällt es schon mal flach. Hier haben wir aber unseren Funkenhüstel. Da würde ich sagen, checken wir einfach mal ab, ob wir den Funkenhüstel eventuell nochmal pimpen können. Wo ist der hier? Müssen wir mal gucken. Wo flattert der hin? Wo flattert der hin? Ah, hier ist er. Jo, den können wir so ja noch pimpen. Den pimpen wir jetzt gleich mal auf 71, schicken den nochmal los, ein bisschen Holz besorgen. Und jetzt würde ich sagen, checken wir einfach mal ab, wie ihr sagt, ob wir Flotte Nummer 34 vernichten können. Wäre auf jeden Fall eine richtig geile Sache. 5 Drachen haben wir on Tour. So, dann checken wir es einfach mal gemeinsam ab. Gucken, wie wir es schaffen, ob wir es überhaupt packen. Das ist hier die Frage. Jetzt haben wir nochmal 30 Sekunden Zeit, um zu checken, von wo wir hier am besten anfangen. Oha, der ist krass. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal von hier an. Greifen wir hier oben an. Ah, das ist natürlich auch bitter. Nee, ich würde sagen, wir greifen von hier unten an. Dann machen wir den erstmal platt und dann können wir hier weitermachen. So, jetzt verteidigen wir auch schon Berg. Ich fange natürlich mit meinem Funkenhüstler an. Den platziere ich als erstes hier auf Berg. Danach knallen wir gleich den hier hin und den. Jetzt müssen wir natürlich erstmal kurz ein bisschen warten. Oha, der macht gut Action. Komm, gleich aufs nächste, gleich aufs nächste da. Gut, der erste ist nämlich gleich am Arsch. Dann können wir aber hier den nächsten Drachen hinzaubern. Komm, 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 komm. Auf den sollen sie gehen. Was sind denn das für Knüppel, Alter? Die sollten auf den gehen. Naja, ist egal. Gucken, ob wir trotzdem unsere 3 Schlüssel bekommen. Nee, sieht nicht so aus. Also 2 Schlüssel können wir noch kriegen, aber der dritte ist auf jeden Fall von Arsch. Den werden wir mit Sicherheit nicht mehr kriegen, aber deshalb so wild. Hauptsache, wir kriegen die 2 Schlüssel noch und darauf kommt es an. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache und das werden wir mit Sicherheit auch schaffen. Flotte 34 ist am Arsch. Wir haben sie vernichtet. Sehr schön. So, 2 Schlüssel haben wir am Start. Gucken, ob wir dafür ein paar Zahnräder bekommen. Wäre auf jeden Fall eine richtig geile Aktion.
wenn es klappen würde. Aber das müssen wir natürlich gemeinsam erstmal abchecken. Müssen wir erstmal gucken. Hier, This Means War habe ich auch schon Let's Played. Könnt ihr euch einfach mal auf meinem Kanal angucken. Cool, vier Zahnräder. Und hier haben wir nochmal ein bisschen Fisch. Nein, den nächsten wollen wir nicht öffnen. So, dann haben wir die nächste Flotte dann in 5 Minuten auch vor der Latichte. Die können wir dann auch zerstören. Gucken, ob wir die dann auch packen. Wie gesagt, Flotte 35 ist als nächstes am Start. Jetzt können wir hier nochmal reingucken. Oh, hier haben wir einen Runengeschenk. Das nehmen wir natürlich mit. So ein Valentinstag-Geschenk, 10 Runen. Alles klar, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir schon 2135 Runen auf Tasche. So, jetzt würde ich sagen, checken wir erstmal, welche Drachen wir noch zum Training schicken können. Hier haben wir Iggy erstmal aufgepimpt auf Level Nummer 55. So, dann gucken wir hier unten gleich mal weiter. Hier müsste ich eigentlich noch ein paar Drachen haben, die wir aufpimpen können. Jo, da haben wir hier den Holzklau. Den schicke ich erstmal für 7 Stunden 45 Minuten zum Training. Dann haben wir hier unten auch noch zwei Drachen, eben mal den Schockdrachen und den tödlichen Nadder als Kampfdrachen. Den schicke ich natürlich auch erstmal nochmal los. 3 Stunden 10 Minuten. Wie lange würde der brauchen? 3 Stunden 40 Minuten. Welchen nehmen wir jetzt? Das ist natürlich auch wieder so die Frage. Wir könnten jetzt nämlich auch sagen, wir pimpen jetzt einen ganz anderen Drachen. Aber ich würde sagen, ach Quatsch, drauf ihr Schüssen. Wir nehmen den tödlichen Nadder hier und schicken den für 3 Stunden 10 Minuten zum Training. Pimpen den auf Level Nummer 25. So, dann haben wir hier wieder drei Drachen in der Akademie. Hier sehen wir dieses komische Valentinstag-Häuschen. Hier haben wir auch erstmal nichts mehr zu machen. Hier, außerdem gibt es ja noch den Grobians Erzfeind. Das wisst ihr ja mit Sicherheit auch. Den konntet ihr bekommen im letzten Event. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer von euch Grobians Erzfeind auf Tasche hat, wer von euch im letzten Event gekauft hat, würde mich natürlich auch interessieren. Und ob ihr schon mal einen In-App-Kauf getätigt habt, also sprich Runen gekauft habt, das könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. So, dann würde ich sagen, checken wir erstmal hier Fackelschwester, gucken, ob wir die zum Titan machen. Jo, die machen wir zum Titan und das richtig lässig, richtig geil. Fackelschwester haben wir als Titandrache am Start. So, dann hauen wir die erstmal wieder in unseren Hangar. Checken erstmal ohne Zahns Erzfeind, gucken, ob wir den auch zum Titan machen. Nee, leider nicht. Das hat nicht geklappt. Den könnten wir aber eigentlich gleich nochmal losschicken. Na, lassen wir erstmal. Pimpen wir erstmal den Wechselflügler. Gucken, ob wir den zum Titan machen. Nee, das klappt leider auch nicht. Naja, halb so wild. Den könnten wir natürlich dann auch nochmal losschicken für 2 Stunden 20 Minuten, wenn wir wollten. Aber jetzt pimpen wir erstmal nochmal den Donnertrommler und gucken, was da so geht. Ah, bitter, bitter, bitter. Da ist es auf jeden Fall auch nicht hier geglückt. Aber halb so wild, den schicke ich jetzt nochmal los für 3 Stunden zum Titantraining. So, alle vier Drachen, die wir aus Valkas Zuflucht hatten, haben wir natürlich abgecheckt. Der einzige Drache, der zum Titandrache geworden ist, ist Fackelschwester. Aber halb so wild, Hauptsache, wir haben überhaupt einen Drachen zum Titan gepimpt. Jetzt können wir eigentlich nochmal meine Hauptaufgabe uns ansehen. Wir brauchen ja, um hier weitere Wikinger auf Berg zu platzieren, insgesamt 10 Drachen auf Level 75. 7 haben wir schon am Start. Also sprich, brauchen wir noch 3 Stück, die wir noch so auf 75 pimpen müssen. Da können wir natürlich erstmal gucken, welche wir da nehmen. Der Funkenhüstle wäre auf jeden Fall eine super Option. Den könnten wir auf jeden Fall dabei nehmen. Wen haben wir hier noch? Hier haben wir dann noch einen tödlichen Nada. Den müssen wir auch noch weiter pimpen. So, haben wir hier noch irgendwo irgendeinen Drachen. Ah, den können wir auch losschicken für 15 Stunden. Dann haben wir hier den Gruff. Was haben wir hier? Den Krallenkrabbler. Okay, der Dagus Grill ist im Training. Von daher brauchen wir uns um den auch erstmal nicht mehr wirklich kümmern. Ich würde sagen, wir pimpen jetzt erstmal unseren Hackerduo auf Level Nummer 71. Den können wir jetzt für 11 Stunden
zum Training schicken. Das machen wir dann aber natürlich später gemeinsam, weil unsere Akademie ist gerade knüppeldicke voll. Das gleiche machen wir jetzt, würde ich sagen, mit unserem Schockdrachen nochmal. Ich habe den jetzt erstmal angefangen zu pimpen. Der ist fast auf Level Nummer 70. Der kann aber erstmal nochmal los ein bisschen Material auftreiben, weil Fisch können wir immer hier brauchen. Von daher haut es hin. Hier haben wir auch noch einen Hackadoo, den wir natürlich auch noch weiter pimpen können. Also auf jeden Fall sieht es sehr gut aus für uns, dass wir in den nächsten Tagen mit Sicherheit unsere 10 Drachen auf Level 75 haben. Also so lange wird es nicht mehr dauern. So, also in dem Let's Play, wisst ihr jetzt bereits, haben wir unsere Akademie wieder erfüllt mit Drachen. Außerdem haben wir in Valkas Zuflucht wieder einen Drachen zum Titantraining geschickt. Unseren Ohnezahn mussten wir nicht nochmal losschicken. Den habe ich aber gepimpt auf 59, nur mal so zur Info. In 5 Stunden 51 Minuten ist er zurück. Ich hoffe, der bringt uns einfach mal ein Ei mit. Wäre eine richtig bombastische Sache. Außerdem haben wir ja Flotte 34 vernichtet. 2 Schlüssel dafür bekommen. Und für die Schlüssel sind ja noch ein paar Zahnräder abgesahnt. Also alt in allem, super Sache heute wieder mal. 4 Drachen haben wir aus Valkas Zuflucht bekommen. Haben die einfach mal gecheckt und probiert zum Titandrachen zu pimpen. Fackelschwester, bei der hat es geklappt. Ansonsten sind wir leer ausgegangen, aber ist auch halb so wild. Was können wir hier noch machen? Werte das Holzlager auf Level 12 auf, werte das Fischbecken auf Level 12 auf. Sehr schön, die Aufgabe haben wir erledigt. Was haben wir dann für eine nächste Aufgabe? Können wir natürlich auch gleich mal ab. Wie läuft's mit der Eierrettung? Was sollen wir machen? Suche einen leuchtenden Fluch an den Klapperküsten. Okay, also den leuchtenden Fluch müssen wir nochmal suchen. Nur mal so zur Info, den haben wir ja schon am Start. Wo haben wir ihn? Hier müsste er sein. Jo, auf 68 haben wir den bereits. Den müssen wir natürlich auch noch ein bisschen pimpen, um den bis auf Level 75, wenn möglich, so auf Level 80 zu pimpen. So, wie ihr sagt, wir sind durch für heute. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Das war's mit Dragons Aufstieg von Berg für das Erste. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.